So, fertig mit meinen Sachen, geht's auch schon weiter. Okay, hier nicht lang. Aber wir speichern natürlich vorher. Weiter geht's. Was ist das denn hier für ein Gerölz? Nein, die Sternbohne ist weg! Man hat ja einen Wunsch frei, ne? Ich glaube, er hat sich gewünscht, hübscher auszusehen, ey. Ein sehr gemeingefährlicher Gollum. Oh. Wir haben nur 3 abgezogen. Hallo? Ach, ich kann auch seine Arme nur nehmen. Nein! Hallo? Ich nehme nur einen ab. Vielleicht mit dem Springen mehr? Nee, das tut uns an der Krone weh, okay? Upsala. Aber wie ich gerade gesehen habe, kann man vielleicht mit dem Sprung auch die Arme angreifen. Jawohl. Nein, verdammt! Ne, das kann ich nicht riskieren. Yeah, jetzt hat er nur noch einen Arm. So, nehmen wir den nächsten. Luigi, die muss ich schon wieder heilen, die Lusche. Ups, nicht auf die Krone. Verdammt. So, jetzt hat er auch die Krone verloren. Das heißt, wir können jetzt auch auf seinen Kopf springen, was wir jetzt auch tun werden. Kotz der Bohnen, oder was? Heftig. Nehmen wir die Bros-Attacke direkt. Hier auch mal.
So, der hat gezogen. Ups. Okay, wenn wir da drauf kommen, kommt der Gegner raus. Also, lieber lassen. Das hält euch nur unnötig vom Gegner ab. Oh nein, jetzt hat er seine Arme zurück. Dann geht das Spiel von vorne los. Mit den Armen abhacken hier. Nein! So, Luigi tun wir wieder heilen. Noch was für eine Miniwelle. Gut, nächster Arm. So, und jetzt wieder auf den Kopf. Ne, er ist wohl. Oh nein. Nein! Doch, also Hammer zieht den gar nichts ab, wie ihr jetzt gesehen habt. Ja, den kleinen können wir auch noch später machen, aber auch den großen. Nein, wie viele will ich noch machen? Verdammt! Okay, ich muss mich heilen. Nein, verdammt! Verdammt nochmal! Gut, jetzt hat er seine Arme wieder. Jetzt können wir uns auf seine kleinen Schergen konzentrieren. Okay, er macht's einfach selber. Finden wir doch toll. Also das ist doch mal ein Kampf nach meinem Geschmack. Der ist nämlich in sich. Ups, Entschuldigung. Der ist mal nicht so öde und schnell zu Ende wie die anderen. Ich krieg das nicht in seinen komischen Arm da abzuwehren. Er ist echt armselig. So. Nun hat er seine Arme verloren und wir müssen wieder den Boden ausweichen. So, wie es weitergeht, werdet ihr im nächsten Video sehen. Bis dahin, freut euch auf den Showdown mit der hässlichen Königin. Bis dahin, Leute. Ciao.